Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, einige von euch, die haben jetzt bestimmt so ein Déjà-vu. Nanü, das Fahrrad neben mir, das kennt man doch. Ja genau, das ist das Mocville Basalt, ein E-Fatbike. Ja, und ich bin froh, es auch endlich testen zu können. Ja, warum endlich? Die Antwort ist ganz banal. Ich habe aus Versehen eine falsche Telefonnummer angegeben bei der Lieferadresse. So konnte mich die Spedition zunächst nicht erreichen. Und so hat es ein paar Tage länger gedauert, bis es den Weg zu mir gefunden hat. Deswegen schon mal mein Tipp an euch, wenn ihr etwas bestellt, gebt da die richtige Telefonnummer an. Ja, regulär kostet das Basalt 2.299 Euro. Oftmals gibt es aber Rabattaktionen, so wie jetzt gerade zum Videodreh. Da kostet es zum Beispiel gerade 1.999 Euro und für 9,90 Euro gibt es dann noch so einen E-Scooter dazu. Also der Preis variiert immer. In der Videobeschreibung unten verlinkt habt ihr dann den Link direkt zum Fahrrad und seht dann auch, was der aktuelle Verkaufspreis ist. Und wenn ich einen Rabattcode habe, dann packe ich ihn auch dazu. Da könnt ihr auch ein paar Euro sparen, wenn es auch für euch interessant ist. Also der Aufbau, der war definitiv ein Highlight. Ich habe ein paar Fotos gemacht zwischendurch. Das war super verpackt, das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Besser verpackt als alle anderen Testbikes, die ich bislang hatte. Besser sogar als bei Tenways. Also dafür gibt es auf alle Fälle schon mal einen Daumen nach oben. Ja, und einen zweiten Daumen nach oben gibt es für die Zubehörbox. Da war ich erstmal total baff. So viele Schrauben, so viele Kleinteile. Ist da doch so viel zum Zusammenschrauben. Aber da kann ich euch beruhigen. Nein, der Aufbau ist, ja, so wie bei den meisten Fahrrädern, Vorderrad einbauen, Lampe befestigen, Schutzblech ranmachen und die ganzen Schrauben, die da dabei liegen, das sind größtenteils Ersatzteile. Also falls mal eine Schraube verloren geht, da habt ihr dann auch schon Ersatzteile dabei. Und selbst Bremsbeläge waren dabei. Also wenn man irgendwann mal den ersten Bremsbelag durchgebremst hat, hat man Ersatz auch schon mal da. Und zu den weiteren Details kommen wir nach und nach. Da einige von euch das Basalt schon kennen, habe ich im Video Kapitelmarken integriert. So könnt ihr dann zu dem Thema springen, das für euch am interessantesten ist. Weil mein Anspruch für dieses Video ist, alle Themen komplett zu durchleuchten, so auch die technischen Details, zu denen wir jetzt kommen. Lasst euch nicht täuschen, das Basalt hat keinen Mittelmotor, sondern einen Hecknabenmotor. 250 Watt Dauerleistung sind angegeben, sowie ein Drehmoment von 65 Newtonmetern. Gebrandet ist der Motor mit Mocville und hat ein 48 Volt System. Ja, von der äußeren Form her und auch laut Internetforen soll da wohl ein Barfangmotor drinstecken. Da kann ich aber keine Garantie für geben. Was ich aber garantieren kann, ist, dass das Basalt eine Shimano 7-Gang-Schaltung hat. Und zwar aus der Klasse Tourney, also nicht die hochwertigste Klasse, aber solide Technik. Die 7 Gänge sind recht fein abgestuft, so kommt man auch gut Hügel hinauf. Ja, ob es für Bergpässe reichen würde, ja, bin ich ein bisschen skeptisch. Dafür bräuchte man wahrscheinlich noch ein bisschen kleinere Gänge. Und ja, im Gebirge hätte auch ein Mittelmotor Vorteile. Dafür ist der Vorteil aber hier bei einem Hecknabenmotor, dass ja die Kraft schon hinten an der Achse anliegt. Das heißt, die Kraft eines Mittelmotors, die muss erstmal über die Kette sozusagen nach hinten übertragen werden. So hat dann die Kette bei einem Mittelmotor einen höheren Verschleiß, was hier beim Hecknabenmotor von Vorteil ist, weil hier hat man dann einen geringeren Verschleiß. Mit den Schuhen hat man dank der Zacken hier auf den Pedalen immer guten Halt. Es ist eine Kettenschutzscheibe verbaut und am Rahmen sieht man auch das CE-Logo, also das Basalt hat auch eine CE-Kennzeichnung. Halter für Trinkflaschen sind selbstverständlich auch vorhanden. Was man hätte noch ein bisschen besser machen können, wäre, dass man hier auch noch Flaschenhalter anbringt. So könnte man dann zum Beispiel auf der einen Seite Trinkflaschen anbringen und hier zum Beispiel ein Faltschloss. Also das wäre noch eine Idee, was man in der Zukunft hinzufügen kann. Ihr seht schon, das Basalt ist eine richtige Wuchtbrumme. 36 Kilogramm wiegt das. Da ist ein großer Akku natürlich unerlässlich. Deswegen ist hier auch ein recht großer Akku verbaut. 19,6 Amperestunden hat er. Das ergibt bei einem 48 Volt System eine Kapazität von 940 Wattstunden, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja, man kann das Fahrrad direkt hier am Rahmen laden mit dem 3 Ampere Ladegerät. Natürlich kann man auch den Akku entnehmen. Der Akku selbst wird auch mit einem Schloss gesichert. Und was als nettes Zusatzfeature auch noch vorhanden ist, ist hier so ein Stecker für Gleichstrom, müsste das glaube ich sein. Da kann man dann so eine kleine Box zwischenschalten, die man wohl auch bei Mocville kaufen kann. Und das ganze Bike dann mit einem Solarpanel laden. Ob man das braucht, wage ich zu bezweifeln.
ist aber ein nettes Zusatzfeature. Damit man schnell zum Stehen kommt, ist eine hydraulische Scheibenbremse verbaut, und zwar aus dem Hause Tektro. Und die Bremsscheiben haben vorne wie hinten einen Durchmesser von 180 mm, was recht ordentlich ist. Es sind ergonomische Griffe verbaut, man kommt hier gut an die Bremse dran, auch an die Fernbedienung kommt man gut dran. Eingeschaltet wird das Basalt hier mit dem oberen Knopf. Dann schaltet sich auch das Display an. Das ist ein LCD-Display. Ja, hier zu Hause reflektiert das Ganze so ein bisschen mit meiner Deckenbeleuchtung. Da bin ich gespannt, wie das Ganze dann draußen ist. Der Akkustand wird hier mit Balken angegeben. Also mein Akku ist ziemlich leer, müsste mal geladen werden. Insgesamt gibt es 5 Unterstützungsstufen. Und das Basalt hat einen Drehmomentsensor, was ein sehr harmonisches Fahren verspricht. Ja, hier unten an der Fernbedienung ist noch eine weitere Taste. Das Basalt hat hier nämlich eine Hupe. Eine Hupe, ja, ersetzt in Deutschland leider keine Klingel. Aber keine Sorge, eine Klingel ist vorhanden. Und die habe ich wirklich erst heute entdeckt. Ich habe nämlich erstmal gedacht, dass hier die Klingel vergessen wurde. Aber nein, die ist einfach hier anders geformt. Sieht wirklich gut aus und ist tatsächlich vorhanden. Auf der rechten Seite hier am Lenker sind die Schalter für die Schaltung. Wirklich gut, also besser als beim Engwe E26, da waren ja doch hier diese klobigen Schalter dran, die man recht schwer bedienen kann. Und das Ganze hier fühlt sich an, ja, wie bei meiner Shimano Deore Schaltung, also wirklich top. Top ist auch, dass man den Vorbau vom Winkel her verstellen kann. So kann man dann den Lenker auf seine individuelle Körpergröße einstellen. Natürlich kann man auch den Sattel in der Höhe her verstellen, man hat einen sehr großen Verstellbereich und das Ganze geht mittels Schnellspanner. Ich habe das Basalt auch schon auf meine Körpergröße eingestellt. Ich bin 1,93 Meter groß und auf den ersten Blick fühlt sich das Ganze auch sehr gut an. Sehr gut ist auch der Gepäckträger. Man hat eine recht niedrige Einhängeebene. So ist der Schwerpunkt der Taschen dann insgesamt etwas niedriger. Die Beleuchtung hinten ist StVZO-konform, hat nämlich eine K-Nummer. Bei der vorderen Lampe habe ich allerdings keine K-Nummer entdeckt. Vielleicht bin ich einfach nicht fündig geworden. Zumindest ist aber ein Reflektor vorhanden. Ein Reflektor ist auch an den Rädern vorhanden. 26 Zoll sind sie groß, 4 Zoll breit. Ja, da sieht man auch schon das dicke Profil. Ja, und so große Reifen versprechen einem eine gute Dämpfung und dass man überall durchkommt. Durch die Federgabel wird der Fahrkomfort nochmals erhöht. Und man kann die Federgabel auch individuell einstellen und auch sperren, so wie man es am liebsten hätte. Also von den technischen Daten her wird einem beim Basalt wirklich viel geboten. Ja, und die Verarbeitungsqualität, die muss ich auch nicht verstecken. Ich habe hier die Farbe Grau, außerdem gibt es das Basalt auch noch in der Farbe Blau, sowie als Tiefeneinsteiger. Und als Tiefeneinsteiger gibt es dann zahlreiche weitere Farben. Ja, die Verarbeitungsqualität, die macht wirklich einen guten Eindruck. Die Schweißnähte sehen optisch gut aus, sind nämlich überall geschliffen. Die Kabel werden hier im Rahmen geführt. Man hat hier auch solche, ja, wie soll ich das nennen, Spiralbinder, sage ich jetzt einfach mal, sodass die Kabel dann auch geordnet aussehen und dann auch geordnet hier in den Rahmen hineinführen. Wirklich gut gelöst. Die Schutzbleche sind breiter als der Reifen, dass man wirklich gut vor Schmutz geschützt. Ja, ich mache mal das Pedal hier mal ein bisschen zur Seite. Dann sieht man ja auch, dass die Schutzbleche auch ziemlich lang sind. Also das ist wirklich insgesamt hier gut gelöst. Gut gelöst ist ja auch die Kabelführung hier nach hinten zum Rücklicht. Klar, da muss man halt aufpassen, dass man die Ortliebhaken dann hier nach vorne verwendet und nicht nach hinten, damit man hier das Kabel nicht beschädigt. Aber so sitzt das Kabel hier wirklich bombenfest. Hier ist auch so eine Trennung vorhanden, falls man mal irgendwie das Rücklicht austauschen möchte. Ist hier also quasi eine Kupplung vorhanden. Mit Kabelbindern wird das Kabel fixiert. Natürlich könnte man auch das Rücklicht Kabel hier hinten im Schutzblech ja, integrieren. Da ist dann meistens so eine Klemmung drin. Aber da hatte ich auch schon die eigene Erfahrung gehabt, dass da das Kabel sich gerne mal löst und dann doch unter die Räder kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Da finde ich das hier doch ziemlich charmant. Hier ist beispielsweise das Kabel, das vom Controller hier zum Motor führt. Da ist eine solide Kupplung vorhanden. Also das Kabel kann sich nicht von selbst lösen. Da schaffe ich mit einer Hand gar nicht. Die Kupplung müsste man jetzt hier nach hinten ziehen und gleichzeitig drehen, glaube ich. Nee, doch nur drehen. Also sprich, bedeutet jetzt hier von selbst wird sich das Kabel nicht lösen. Erstmal hier die Rändelmutter aufdrehen. Erst dann kann man dann den Stecker ziehen. Den Stecker muss man nämlich natürlich ziehen, wenn man zum Beispiel hier hinten einen Plattfuß hat, den Schlauch flicken muss.
Ja, und so das Ganze halt wirklich bombenfest. Hier seht ihr nochmal die Verkabelung vorne am Lenker mit den Spiralen, die das Ganze hier ordentlich halten. Ja, die Kabel haben auch überall solche Verbindungsstücke, Kupplungen. Das heißt, sollte mal irgendwie die Fernbedienung zum Beispiel kaputt gehen und man muss die austauschen, da muss man nicht das ganze Kabel runter bis zum Controller tauschen, sondern man zieht hier einfach ja, an der Kupplung, schraubt die alte Fernbedienung ab, die neue ran, Kupplung ran und das Ganze ist repariert. Ja, ob man hier die Verschraubung vorne für den Frontkorb unbedingt braucht, da lässt sich streiten. Diejenigen, die mit Frontkorb fahren, die freuen sich. Ja, das ist jetzt so mein einziger Wermutstropfen. Ich fände es schöner ohne die Bohrungen vorne für den Lenkerkorb. Das Ladegerät hatte ich ja bereits erwähnt. 3 Ampere hat es. Beim Lieferumfang ist hier auch so eine kleine Luftpumpe dabei. Also wirklich ganz nett. Und was ich wirklich besonders gut fand, war hier die Zubehörkiste. Die mache ich mal geschwind auf. Da sind zum einen erstmal Kabelbinder mit dabei. Und hier seht ihr das Werkzeug, ja, in einem tollen Display, nenne ich es jetzt einfach mal. Wirklich gute Qualität, also nicht jetzt hier irgendwie billiges Werkzeug, sondern das hier, das kann man wirklich öfter benutzen. Insbesondere auch hier die Imbusschlüssel, weil das eine Ende, das ist hier abgerundet. Das bedeutet, dass man die Imbusschrauben nicht immer unbedingt jetzt hier so kerzengerade treffen muss, sondern wenn der Winkel halt schräg ist, kann man die Schrauben auch lösen und befestigen. Da finde ich halt hier das hier wirklich gut gemacht. Und es ist mehr Werkzeug vorhanden, als man tatsächlich brauchte. Ja, hat man dann schon mal für seine eigene Werkstatt zu Hause. Die Anleitung, die ist hier. Verschiedene Sprachen vorhanden, unter anderem auch Deutsch. Hat alles wunderbar geklappt, auch top. Und hier seht ihr die ganzen Schrauben und so, wo ich wirklich dachte, oh mein Gott, da muss man jetzt hier wirklich alles noch zusammenschrauben. Wie viel ist denn da zu machen? Aber das sind einfach Ersatzteile. Und hier ist auch noch der Ersatz. Bremsbelag, das heißt, falls ihr mal eine Schraube verliert oder sowas, da habt ihr dann Ersatz dabei, ja, Schraubendreher ist dabei. Hier ist noch so eine kleine Abdeckkappe, die müsste ich noch in den Vorbau reinmachen, habe ich noch nicht gemacht, seht ihr, kann ich noch erledigen. Also wirklich von dem her tipptopp. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft ich das Wort tipptopp gesagt habe, aber so war es einfach. Für den Preis von 2000 Euro habe ich ehrlich gesagt nicht so viel erwartet. Da war ich doch sehr positiv überrascht und ob ich weiterhin so positiv überrascht sein werde, das sehen wir jetzt auf der Probefahrt. Jetzt ist es soweit, wir fahren gemeinsam mit dem Mockwheel Basalt. Ich habe es auch schon auf meine Körpergröße eingestellt, ich bin 1,95 Meter groß und ja, ich könnte die Sattelstütze noch 3 cm weiter ausfahren, also selbst 2 Meter Riesen können damit wohl bequem fahren und wir legen auch direkt los, mir ist nämlich kalt und ich bin neugierig, wie sich's fährt. So, die Fernbedienung, die packe ich jetzt erstmal wieder hier vorne rein. Da kann ich dann alle Einstellungen während der Fahrt hier von der Kamera übernehmen. Ich lasse euch nämlich wieder am Brustgurt dran, damit ihr das Quarrad quasi live miterleben könnt. So, Blickwinkel könnte noch nachjustiert werden. Ein bisschen weiter nach oben. Na, obwohl, ne, erstmal noch ein Stück weiter runter, damit ihr auch den Lenker hier seht. So, Motor auf Stufe 5 eingestellt. Ja, ich bin gespannt, ob hier jetzt meine 360-Grad-Kamera am Lenker hält. Es wackelt ganz schön. Hab mir jetzt so einen anderen Adapter geholt. Ah, schüttelt noch ganz ordentlich. Ich muss mir da noch was Besseres einfallen lassen. Ich muss wohl doch hier ein bisschen unterstützend eingreifen. Naja. Nee, hält nicht. Da muss ich mir noch was Besseres einfallen lassen. So. Noch nicht das wahre Jahr. Dann kommt sie erstmal wieder in die... Ach, das kann ich einfach... Nee, das mache ich ab. Sieht blöd aus hier im Bild. Schrauben wir hier meine Konstruktion ab. Hat irgendwie alles nichts gebracht. Da muss ich mir noch was Besseres einfallen lassen. Oh, die zweite Kamera habe ich jetzt doch wieder in der Hand. Von der Seite könnt ihr sehen, meine Sitzposition, das passt. Ja, ich hätte den Sattel vielleicht doch noch mal einen Zentimeter höher stellen können. Aber das passt soweit. Und wir sind hier wieder auf meiner Teststrecke.
Die kennt ihr schon von dem Engwer E26, weil ich wollte ja die beiden Fahrräder hier miteinander vergleichen und schauen, lohnt sich der Aufpreis hier oder nicht. Von der Verarbeitungsqualität macht das Mockwheel ja schon einen viel besseren Eindruck als das E26. Ansonsten schauen wir uns jetzt hier erstmal wieder den Lenker an. Die Griffe sind schon mal sehr ergonomisch geformt. Hier ist auch noch so ein Gelpolster. Ja, das könnte ein bisschen kleiner sein, das Gelpolster, dann wäre es noch bequemer. Aber soweit passt es. Die Bremse ist ja von Tektro. Man kommt hier gut an die Bremsgriffe dran. An die Fernbedienung kommt man auch gut dran. Also 5 Unterstützungsstufen hat man. An der Taste unten wird das Licht ein- und ausgeschaltet. Und hier unten ist noch eine kleine Hupe. Aber ja, die darf man hier eh nicht benutzen, aber Spaß macht es trotzdem. Das Display lässt sich doch ziemlich gut ablesen. Besser als zu Hause. Also der erste Eindruck, der hat da getäuscht. Ja, ich habe den Akku diesmal auch komplett voll aufgeladen. Daran habe ich diesmal gedacht. Ja, und was mir auch beim Akkuladen positiv aufgefallen ist, am Akku ist auch noch so eine Ladestandsanzeige. Sprich, man sieht auch direkt am Akku, wie voll der ist. Ich glaube, 4 oder 5 Balken waren das. Was mir hier sehr gut gefällt, ist hier die Bedienung von der Schaltung. Die ist noch mal deutlich besser als beim Engwer. Lässt sich sehr einfach bedienen. Man braucht nicht viel Kraft und es ist absolut intuitiv. Ich kann schon mal sagen, dass man das Fahrrad hier auch sehr schaltfrei fahren kann. Ja, zu den weiteren Details dazu kommen wir aber gleich. Jetzt geht es hier erstmal wieder zurück auf meine Trailstrecke, meine Schotterstrecke. So einen holprigen Weg wie hier, das dämpft das Fahrrad sehr gut. Die Federgabel hat, glaube ich, einen Federweg von 100 mm. Arbeitet sehr gut und die Reifen habe ich diesmal auch nur auf 1,4 bar aufgefüllt, so wie es in der Anleitung drin steht. Ja, in Foren habe ich auch gelesen, man kann auch nur 1 bar raufpacken, wenn man hauptsächlich Offroad fährt. Ja, auf Asphalt ist dann der Widerstand ein bisschen höher, aber das macht ja hier nichts aus. Kraft hat der Motor genug. Ich bin jetzt hier in Stufe 2 und roll hier ganz bequem, wirklich sehr bequem hier und entspannt mit ca. 18 km/h die holprige Strecke hier entlang. Ja, von der Ergonomie her sitzt es sich wirklich sehr angenehm. Die Sitzposition ist ziemlich aufrecht, so hat man dann alles gut im Blick. Ja, gefällt mir. Jetzt schalte ich mal hoch auf die 5. Ja, da merkt man, der Motor setzt kräftiger ein, aber das Ganze auch sehr harmonisch. Das ist jetzt hier nicht so ein heftiger Punch oder sowas. Da hat einfach so ein Drehmomentsensor einfach den Vorteil, dass er sehr sensibler reagiert. Also immer so, mit wie viel Druck man aufs Pedal drauf drückt, da lässt sich das Ganze hier viel besser dosieren vom Motor. Aber der schiebt wirklich richtig ordentlich vorwärts. Ich habe den Motor jetzt hier auf die höchste Unterstützungsstufe gestellt. Akku habe ich ja heute genug zur Verfügung. Und im 6. Gang, ja, und da ist man nahezu konstant immer bei so 24, 25 km/h unterwegs. Erst bei ca. 26 km/h setzt der Motor aus. Aber man kann das Fahrrad hier total entspannt fahren. Gefällt mir sehr gut mit dem Drehmomentsensor. Hier auf dem Asphalt hört man ja natürlich das Abrollgeräusch von den Reifen. Aber es ist okay, hält sich noch so im Rahmen. Es drängt nicht zu sehr auf. Und auch der Motor ist ziemlich leise. Ist immer so ein leichtes Säuseln, wenn er einsetzt. So wie jetzt beispielsweise. Jetzt muss er so ein bisschen arbeiten. Es geht nämlich leicht bergauf. Ich bin immer noch im 6. Gang unterwegs und bleibe hier konstant bei meinen 25 km/h. Also das schiebt, das schiebt, das schiebt. Macht richtig Spaß hier. Total entspannt. Und bergab muss man natürlich bremsen. Die Bremse lässt sich hier sehr gut dosieren. Ja, ich glaube, die Tektro-Bremse ist bei den meisten guten China-Rädern verbaut. Funktioniert einfach sehr gut. Da schleift nichts. Bremskraft ist genug vorhanden. So muss das sein. So, jetzt nicht zu schnell werden hier. Es kommt nämlich eine Kurve. Man unterschätzt dann immer die Geschwindigkeit gerne mit so einem E-Bike. Ja, und ich würde sagen, wir fahren hier einfach mal ein bisschen weiter im Wald entlang. Das müsste hier der alte Mauerweg sein im Norden von Berlin. Und ja, wenn ich hier mal langsam unterwegs bin und dann wieder aufs Pedal drauf drücke, dann setzt der Motor wirklich sehr harmonisch ein. Ja, also für mich beispielsweise, ich mag einfach einen Drehmomentsensor lieber als einen Geschwindigkeitssensor. Das hat auch den weiteren Vorteil, dass die Kraft oder der Motor dann gleich einsetzt.
sobald man ein bisschen aufs Pedal drauf drückt. Also ja, setzt sehr spontan ein von der Kraft her. Bei so einem Geschwindigkeitssensor, da braucht es halt immer mal so eine Viertel oder eine halbe Kurbelumdrehung, bis der Motor einsetzt, und dann setzt er immer mit voller Kraft ein. Das ist so hier viel angenehmer zu fahren. Obwohl ich hier so eine dezente Farbe gewählt habe, das Grau, zieht das Basalt doch noch die Blicke auf sich. Die Leute schauen immer, ja, aber die schauen positiv. Schauen verdutzt zum einen, was ist das, und gucken sehr neugierig. Wir schalten jetzt hier einfach mal kurz alle Gänge durch, gucken, ob es sauber schaltet. Das tut es. Die Bremse schleift auch nicht, also man muss hier definitiv nichts nachjustieren. So, jetzt muss ich mir entscheiden, wo lang geht's. Fahren wir mal hier links lang. Mal gucken, wo der Weg hier lang führt. Na, ich glaube, gleich müsste es hier über die Autobahn gehen. Da müsste eine Brücke gleich kommen. Oder ja, da ist sie auch schon. Mal absteigen. Wenn man hier den Minusknopf länger drückt, aktiviert man hier die Schiebehilfe. 6 km/h geht es dann vorwärts. So rollt es sich dann bequem. So, und wir kehren jetzt wieder um. Weiter geht's in die Richtung. Ups. Ach, ich habe den Motor ausgehabt, habe mich schon gewundert. Warum geht's nicht vorwärts? Klar, ich hatte ja die Unterstützung abgeschaltet. Ja, das können wir auch mal gucken, wie es aussieht ohne Motor. Unterstützungsstufe ist jetzt aus. Ja, da merkt man natürlich das Gewicht hier vom Fahrrad. Das geht jetzt hier auch leicht bergauf. Gar nicht mal zu steil, bestimmt nur so 4-5%. Und da muss man schon ordentlich in die Pedale treten. Aber ja, sobald man schon die erste Unterstützungsstufe aktiviert hat, schiebt der Motor kräftig vorwärts. Man könnte auch einfach nur in der ersten und zweiten Unterstützungsstufe fahren. Ich bin aber wirklich gerne in der 5 unterwegs, weil es einfach Spaß macht. Wozu hat man denn den großen Akku? 940 Wattstunden hat er und ist in 5 bis 6 Stunden mit dem 3 Ampere Ladegerät wieder voll aufgeladen. Huch, falsch abgebogen, ich muss hier links lang. Fast wäre es passiert. Multitasking und ich. Es macht mega viel Spaß. Gefällt mir richtig gut. Ja, ich suche wirklich nach Dingen zum Meckern, aber ich finde nicht wirklich was. Klar, der reguläre Preis von 2.299 Euro. Das ist natürlich eine Stange Geld, aber man bekommt hier wirklich sehr viel geboten. Nicht nur mir macht so ein Fahrrad viel Spaß. Auch Langfingern, also Fatbikes, sind mitunter die am meisten geklauten Fahrräder. Da macht es Sinn, über eine Fahrradversicherung nachzudenken. Da kann ich euch die von helden.de empfehlen. Bei der Fahrradvollkasko von helden.de bekommt ihr Entschädigung im Falle des Diebstahls. Ja, die Übernahme von Reparaturen, Verschleißkosten ist da auch mit dabei. Und auch noch ein Pannenschutzbrief, wenn ihr mal eine Panne habt. Und das Ganze immer ohne Selbstbeteiligung und mit dem Rabattcode PAUN8. Da spart ihr dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr. Und der Rabatt gilt natürlich auch für alle weiteren Versicherungen von helden.de. Ja, und ich bin jetzt hier auf dem Hügel bergauf unterwegs. Ganz bequem, wirklich sehr entspannt hier. Bei 22 km/h ungefähr, jetzt 21. Ja, ich hatte die Kamera in der Hand, ich hätte runterschalten können, aber ging nicht. Aber auch das geht wirklich sehr bequem. Mit dem Engwe war ich hier mit 18 km/h unterwegs, auch bei voller Unterstützungsstufe. Da sieht man auch hier nochmal, das Mokwi Basalt hat mehr Kraft. Ja, bergab geht es hier mit 35 km/h. Auch das sehr sicher, fühle ich mich gut bei. Da habe ich keine Bedenken, noch mal bergab etwas schneller runterzurollen. Ja, mein Fazit hier zum Mokwi Basalt. Ich bin einfach nur begeistert, es macht mega Laune. Die Begeisterung setzte schon beim Auspacken ein. Die Verpackungsqualität war super. Das Werkzeug, das dabei lag, 1A. Und die Krönung waren dann die Ersatzteile, die da schon dabei lagen, wie zum Beispiel der Ersatzbremsbelag. Mir gefällt es sehr gut, dass es einen Drehmomentsensor hat. So kann man die Kraft des Motors sehr gut steuern. Der Motor setzt dann sehr harmonisch ein, aber dennoch kraftvoll. Also Power hat das Bike definitiv ohne Ende. Man kann es ganz bequem mit 25 km/h fahren und das Ganze ohne große Kraftanstrengung. Selbst Hügel bügelt das Bike einfach nur weg. Ja, egal wo man hinschaut, die Verarbeitungsqualität ist super. Die geschliffenen Schweißnähte sehen einfach toll aus. Ja, selbst Details wie zum Beispiel der Gepäckträger gefallen mir sehr gut. Man hat nämlich eine tiefe Einhängeebene. Man braucht keine extra großen Taschenhaken, sondern kann einfach seine gewöhnliche Tasche einhängen. Und egal wo ich hinschaue, ich bin einfach nur begeistert.
Ja, wenn ihr auch Lust habt auf so ein Mogwil Basalt, den Link zum Bike findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Also, ciao, ciao und bis bald.